Ja, willkommen bei Tech Talks in der Tabakfabrik in Linz. Ich freue mich, dass ich jetzt ein zweites Mal hier sein darf und wieder einen Tech Talk halten darf über ein Thema, das mir am Herzen liegt. Es geht um Big Data wieder. Ich persönlich unterrichte jetzt schon seit fast 20 Jahren an der Fachhochschule in Hagenberg und war davor 11 Jahre in der Wirtschaft tätig und komme von der Ausbildungsseite her eigentlich aus der Physik. Aber diese Neugier, den Dingen aus dem Grund zu gehen, die habe ich mir bewahrt, habe es in die IT gerettet und eben dann auch noch an die Fachhochschule Hagenberg. Im Sinne der Tech Talks werde ich heute zeigen, was ein Arbeitnehmer an der Fachhochschule arbeitet, nämlich wir unterrichten und werde daher einen Ausschnitt aus einer Lehrveranstaltung halten, die zu unseren Masterprogrammen gehört. Da unterrichten wir im Big Data Bereich. Und möchte mich nur mal beim Markus bedanken, dass ich hier sein darf. Auf seine Einladung her stehe ich hier. Und dann wollen wir gleich da mitten ins Big Data reinspringen. Big Data hat im Laufe der Zeit seine Definition öfter geändert oder auch erneuern müssen. Und ich möchte heute über den Aspekt sprechen, der aus meiner Sicht aktuell ganz stark im Vordergrund steht. Und das ist die Geschwindigkeit, in der Daten verarbeitet werden sollen. Google hat uns schon gesagt, wie man mit Riesenrechenzentrum Unmengen von Daten speichern kann. Das ganze Web ist bei Google nur mal kopiert. Wir haben dann auch den Druck irgendwann verspürt, dass man nicht mehr mit so strikten Beschreibungen von Daten und Tabellen arbeiten, sondern dass man das ein bisschen aufweichen muss. Und da mehr Variabilität reinbekommen. Das ist auch ein Aspekt, der das Big Data Thema von ungefähr 20 Jahren sehr stark getrieben hat. Aber wir konzentrieren uns heute auf den Speed. Wir wollen sehen, was ist aktuell wahrscheinlich State of the Art. Wie bringe meine Datenspeicherung, das Processing und die anschließenden Analytics auf ein neues Level bei der Verarbeitungsgeschwindigkeit? Wie schnell komme ich vom Data Input zu Entscheidungen und Empfehlungen, die nahezu in Echtzeit sind? Wenn ich eine Entscheidung betrifft, umfasst die alle Daten, die ich bis jetzt gespeichert habe. Oder hängt die da dann über einen Tag hinten noch, eine Stunde hinten noch oder was auch immer. Und der Frage wollen wir jetzt nachspüren. Die Big Data Pipeline, die schaut bei jedem, der das beschreibt, anders aus, werden andere Wörter verwendet. Die habe ich bei Microsoft nachgezeichnet. Das ist nicht das Bild für einen, aber ich habe es ein bisschen nachgestellt. Sie sind da sehr stark repräsentiert in dem Umfeld. Also es geht immer darum, dass ich aus verschiedenen Datenquellen unterschiedliche Daten, wir waren schon bei der Variety, also in ein, das ist ein neuer Begriff jetzt, durch Data Lake spiele, also dort sammle ich einmal meine Daten, da sind sie noch relativ wenig aufbereitet. Und dann versuche ich durch Aggregation oder über Machine Learning Modelle neue Erkenntnisse zu gewinnen. Manche dieser Zwischenergebnisse muss ich wieder abspeichern. Das ist dann etwas, sage ich mal, alter Hut, nämlich Data Warehousing. Man hat früher schon OLTP-Datenbanken gehabt, die auf hohe Schreiblasten spezialisiert waren und hat die Leselast davon getrennt im Data Warehousing, im OLAP-Environment. Und das war so ein erster Schritt, wie man mit Last umgeht, die sie nicht vertragt. Lesen und Schreiben vertragt sie aktuell noch nicht gut auf einer Maschine. Und da ist der Begriff Data Warehouse erhalten geblieben. Da ist die Leselast drauf, da sind die Zwischenergebnisse von Aggregierung und Machine Learning gespeichert, damit man es dann schnell, und das ist ja das Thema des heutigen Vortrags, in Web-Applikationen dem Endnutzer zur Verfügung stellt, die aktuellen Recommendations zum Produkt, die richtige Werbung zeitnah zu dem Mausklick von dem Produkt, was er sich angeschaut hat, zu dem Artikel, den er sich angeschaut hat, im Web zur Verfügung stellen, auf ein Dashboard, also ist vielleicht heutzutage auch schon eines, das im Browser läuft, kann natürlich auch eine Desktop-Applikation sein, kann auf einem Überkopfbildschirm sein, damit man dann halt die Alerts hat für Maschinen, wenn es jetzt um Überwachung geht, weil die Sachen, über die ich da nachdenke, System Logs sind, dann hat dein Adresse zum Beispiel ganze Räume voll mit Dashboards, wenn eins rot wird, dann brennt der Hut.
Gut, oder man schickt es per SMS oder E-Mail raus. Das ist jetzt, das verbinde ich jetzt nicht so mit Presentation. Klar sehe ich es dann, wenn ich es E-Mail am Handy lese, auch auf dem Bildschirm, aber es ist halt auch eine Möglichkeit, wie ich dann zu Entscheidungen komme. Hilfe, der Alert ist gefährlich, ich muss was unternehmen oder es löschen, weil das ist nur eine Info für mich. Ja, wann ich mein Big Data Pipeline jetzt so richtig schnell mache. Also wenn ich von da nach da in was kommen möchte, dass ich, was auch immer das jetzt ganz genau ist, von der Zeit her Realtime ist. Dann komme ich weg von Batch Processing. Also ich aggregiere jetzt einmal 3 Stunden meine Daten, ich aggregiere 5 Stunden meine Daten oder was auch immer. Ich will aber, es muss neue Daten kommen rein. 5 Minuten später will ich Twitter jeden Tweet weltweit sehen. Mit den richtigen Likes. Das ist für die Realtime. 5 Minuten einmal rund um die Welt. 42.000 Kilometer ist der Umfang am Äquator. Das muss in 5 Minuten ausgehen. Über Licht und Glasfaserkabel. Und sonst ist es halt 30 Millisekunden ist was, wenn ich einen Verarbeitungsprozess habe, wenn ich Daten reinpumpen, die verarbeitet sind, dann bezeichnet man es als Streaming Data, wenn die Verarbeitungszeit in den Bereich von Millisekunden runtergeht. Das ist aktuelle Definition, die bestimmt, was die Velocity im Big Data Bereich sein soll. Wir arbeiten mit Daten. Und damit wir mit Daten arbeiten können, macht man das heutzutage digital. Und das heißt, wir arbeiten mit Datensystemen und meinen damit etwas, was auf Hardware läuft, das Strom braucht, Festplatten, die Strom brauchen, eine Memory, das flüchtig ist, wenn der Strom weggeht. In dem Umfeld bewegen wir uns bei einem Datensystem. Und darum muss man jetzt anders, als wenn man mit Karteikosten und Papier arbeiten muss, andere Axiome finden, wie ist mit diesen Daten zu arbeiten. Das ist jetzt definitiv anders als mit Papier, weil es ist schon mal eine andere Haptik. Das ist wir tippen jetzt alle und schreiben nicht mehr. Ja, und was wollen wir jetzt, wenn wir mit Daten arbeiten? Und das Bedürfnis der Menschheit ist halt in dem Sinn, Informationen zu teilen. Um das geht es meistens. Jemand schreibt etwas auf, das man anderer Zeit versetzt lesen kann. Weil sonst sieht man sie und kann direkt reden. Wir können an und nach wie vor chatten. Aber das kriegt man asynchronen Touch jetzt ganz stark. Man sieht sie nicht mehr. Es rennt über dieses Datensystem. Und dieses Datensystem, dem wollen wir Fragen stellen können. Und zwar, wenn ich jetzt über Big Data rede, über alle Daten, die ich bis jetzt gespeichert habe. Nicht sind wir bei Big Data. Weil wenn ich nur einen Datensatz drauf brauche, dann ist es in meiner Definition noch nicht Big Data. Dann bringe ich relational, habe einen Index mit einem Key, der fährt auf den Datensatz, den ich haben will, und es ist erledigt. Das ist für mich nicht Big Data. Wenn ich alle Daten in mein Ergebnis sehen möchte. Über was muss ich dann nachdenken? Ich muss nachdenken, wie schnell ist meine Antwortzeit? Das ist über Latenz. Also da spielt Netzwerklatenz eine Rolle, da spielt die Latenz innerhalb vom Computer, Zeit von Daten auf von der Festplatte in den Hauptspeicher, durch die ganzen CPU-Caches durch ins Register und wie schnell kann der dann rechnen. Das ist alles Verzögerung, die besteht, wenn ich auf den Knopf drücke, gibt mir diese Information, ich stelle meine Frage, bis ich die Antwort habe. Das ist die Latenz, mit der ich mich herumschlage. Da sind Benutzer relativ sensibel. 0,1 Sekunden. 10 Millisekunden. Reichen, dass der Benutzer denkt, das ist langsam. 1 Sekunden. Und er ist in seinem Gedankenfluss unterbrochen und ist irritiert, abgelenkt und aus dem Fluss. Und bei 10 Sekunden denkt er, es funktioniert nicht. Das sind harte Limits. Wir meinen jetzt mit der Latenz auch, wie schnell sind wir von links nach rechts. Also wie viel Zeit dauert es, bis meine Daten aus meiner Quelle in den Analytics zur Verfügung stehen. Dann ist jetzt klar Big Data und nicht nur rein Webapplikation. Da
Da, das war der Endnutzer jetzt, der nur 0,1 Sekunden wartet, bis er sagt, das ist aber jetzt blitzschnell. Timeliness ist jetzt so ein bisschen was wie die Konsistenz. Sind wirklich alle Daten in meiner Abfrage drinnen? Alle. Wir reden heute über Big Data. Ist alles, was ich da reingekriegt habe, in meiner Analyse drinnen. Also Timeliness ist wörtlich übersetzt Pünktlichkeit, das ist ziemlich dumm. Darum ziehe ich lieber den Vergleich zur Konsistenz. Das ist was, was auch in der IT als Begriff verwendet wird, aber ist wirklich jetzt alles, was ich da links reingeschoben habe, innerhalb von diesem ominösen Millisekundenbereich im Ergebnis auch wirklich sichtbar und erkennbar. Um das geht's. So, und dann, wir arbeiten mit Hardware, wir haben Latenz, wir haben Dinge, die wir nicht schnell genug berechnen können. Wir müssen manchmal uns dazu herablassen, eingestehen, dass wir nicht exakt sein können, wenn wir schnell sein wollen. Und dann muss ich halt mit Näherungen arbeiten. Das heißt, ich muss mir überlegen, wie viel Näherung kann ich in mein Ergebnis zulassen, dass die Qualität des Ergebnisses gut genug ist, dass ich darauf gute Entscheidungen treffen kann. Der Wetterbericht um 6 Uhr in der Früh muss ausreichen, dass ich um 3 nicht ins Gewitter komme. Es sind da ein paar Stunden dazwischen. Also das ist akkurat genug für einen Wetterbericht. In der Früh schauen, wann kommt das Gewitter, da muss ich vom Berg herunter sein. Das ist akkurat genug, also das sind keine Millisekunden jetzt. Gibt es Entscheidungen mit Millisekunden? Bremst das Auto oder nicht? Da geht es wirklich um das, da hast in dem Bereich Zeit. Sonst, ja, wissen wir, was passiert, wenn nicht bremst wird. Gut. Diese drei Kreise haben mich dazu inspiriert, die Parallelen zum CAP. Paradigma zu ziehen oder zum Cap Theory. Da geht es nämlich um die Begriffe Konsistenz, den ich eigentlich statt der Timeliness lieber auf Deutsch erklären würde, weil mit Pünktlichkeit kann ich nichts anfangen. Availability, also Verfügbarkeit von einem System. Jetzt reden wir über System bei Latenz, reden wir eigentlich über das, wie viel getweet hat der Benutzer, bis er sagt, die Plattform interessiert mich, das Ergebnis dauert zu lang. Bei Availability spricht man eigentlich darüber, kann ich überhaupt irgendwo eine Frage stellen, die einen Sinn ergibt, die Antwort für mich, in einer vernünftigen Zeit. Ja, und dann geht es eben um Partitions, die sind da jetzt eben ausgegraut, weil Partitioning nichts mit der Accuracy zu tun hat. Damit man das nicht glaubt, dass das jetzt der dritte Kreis auch Übereinstimmung hat, nein, gibt es keine. Es sind nur drei Kreise, aber der blaue und der grüne auf beiden Folien haben was miteinander zu tun und der dritte nicht. Und das CAP-Theorem besagt eben, dass wenn ein Cluster auseinanderfällt, sich partitioniert, wir reden jetzt nicht nur von Datenpartitionen, die es in relationalen Datenbanken gibt, wo man halt für jedes Land zum Beispiel eine eigene Partition verwendet, um dort die Daten zu speichern und dadurch eine Trennung der Last zusammenbringt. Die Österreicher greifen nur auf die österreichischen Daten zu, die Deutschen nur auf die Daten aus Deutschland, habe ich automatisch eine Lasttrennung. Wir reden über das, dass sich Rechner gegenseitig nicht sehen. Also das ist die Partitionierung. Und dann kann ein System nur konsistent sein, also ich habe die aktuellsten Daten oder es ist verfügbar. Ich kann das System überhaupt etwas fragen. Aber dafür bin ich vielleicht nicht am Punkt aktuell. Jetzt bin ich wieder auf der alten Folie, bei der Timeliness und die Konsistenz ist eben eine Form der Timeliness. Also in dem Sinn spielt dieses Paradigma zusammen und es gibt kein CAP-System. Es gibt kein System, das Konsistenz und Availability gleichzeitig geben kann. Also da rede ich jetzt von Systemen, die über Netzwerk, Internet miteinander verbunden sind. Es gibt nur CP oder AP-Systeme. Und das ist mittlerweile auch von wem anderen als von Bruhr, der das Theorem aufgestellt hat, das ist mittlerweile bewiesen, dass das nicht geht. So, das ist
ich unterrichte. Ich habe keine reine Präsentation, sondern also ein Folienskriptum, und über das haben wir gerade gesprochen. Ganz wichtig ist für uns über das Aussagen der Aspekt fehlertolerant. Also machen Sie ein System fehlertolerant, und zwar gegen Systemfehler. Das ist eigentlich ein ziemlich ausbreitendes Thema da. Knoten fallen aus, Hardware fällt aus, Netzwerk hat Fehler. Wir haben zu viel Latenz, weil wir das Backup übers WLAN zirkt. Ganz blödes Beispiel. Okay, wir haben Timeouts, wir haben Garbage Collection, wir haben Power Outage, wir haben Site Outage, Amazon dreimal gestanden in einem Monat, wir haben Programmier-Errors. Ja. Menschen programmieren, Menschen machen Fehler, damit sind wir bei den Human Faults. Menschen machen manchmal aus Übermüdung, weil es eingelernt werden, Fehler, die sie besser nicht gemacht hätten. Gib deinem Laptop die IP-Adresse der Firewall. Und alle wollen von dir durchs Netzwerk gelassen werden, dann hast du ein Problem. Ja, zum Beispiel, so ein Fehler. Ja, accidental makes things worse. Bugs in the production deployen, Daten löschen, die man braucht, Backup und Restore. Wenn der Admin dann kein Backup hat, dann ist Feuer am Dach. Ja, oder du änderst deine Daten, Update Username, set Username gleich Puckmeier, und du musst alle durchrufen, wie sie wirklich heißen, deinen ganzen Kundenstamm durchtelefonieren. Ja, das heißt, wie schaffe ich es, dass ich meine Daten nicht korrumpiere oder verliere? Wie muss so ein Datensystem ausschauen? Ja, wir haben Replikas, wir haben Fail-Over-Systeme, wir haben Standby-Systeme, wir haben Datencenter-Replication, um uns vor Hardware-Fehlern zu schützen und vor ganzen Site-Outages. Wir haben Berechtigungen, Code-Reviews und Workflows, die DevOps-Prinzipien oder das System Reliability Engineering von Google, das die Workflows verbessert, dass man immer noch ganz kleine Änderungen macht, die rausspült in Produktion und dann schaut, ob das System noch stabil ist, weil man dann weiß, was man gemacht hat und das leicht zurücknehmen kann. Hat sehr viel mehr Stabilität gebracht und einfach auch das, dass man schneller mit Änderungen in Production deployen kann. Sorry für den Mix aus Englisch und Deutsch, aber ich halte nicht sehr viel vom Fachbegriff aus dem Englischen ins Deutsche übersetzen. Und dann halt noch avoid data faults, also schau auf die Datenqualität, weil wenn da Unsinn reinkommt in der Pipeline, wie da hinten bei den Analytics nur Unsinn rauskommen, und den Prozess, den nennt man Data Cleansing. Das ist eine Mischung aus Datenanreicherung, wenn welche fehlen, Daten auf den richtigen Zeitpunkt setzen, wenn sie mit Verspätung reingekommen sind und ähnliche Dinge. Ja, und dann halt natürlich auch Aufbereitung, Formatierung und was auch immer da läuft in der Pipeline am Anfang. Immer wenn Menschen im Spiel sind, werden Fehler passieren. Wie schütze ich mich davor, dass wer aus Versehen und ähnlichen Missgeschicken meine Daten kaputt macht? Das stammt aus dem Buch Big Data von Nathan Matz. Der ist mittlerweile selbstständig und hat lang für Twitter gearbeitet und hat zwei Thesen aufgestellt, wie ein Datensystem die Basis ist. Nämlich, es besteht aus einem Master-Datenset, das sich nie ändert. Das ist Append-Only, never update, never delete. Einfach dranschreiben. Serialisiert, dranschreiben. Und Queries, Fragen ans Datenmodell, weil wir bei Big Data sind Funktionen, die immer das ganze Datenset als Input haben. Und nicht nur ein Datensatz oder ein Teil, es ist im Ergebnis immer das ganze Datenset drinnen. Das ist deswegen, weil es heute um Big Data geht. Und das, was Sie mit vielen Schmerzen erarbeitet haben, ist eine Lambda-Architektur, die aus der Sicht von der Auflage dieses Buches 2015, wir sagen 2022, vor 7 Jahren, hat
Nathan Matz und James Warren befunden, dass dies der Kompromiss ist, den man eingeht, um schnell genug, akkurat genug zum gleichen Zeitpunkt zu sein. Wie schaut das jetzt wirklich aus? Es sind drei Lagen. Es ist ein Batch Layer ganz unten. Das ist diese Immutable Dataset, das Append Only ist. Aus dem Batch, jetzt haben wir beim Batch Processing, also mit einer Zeitspanne, die Größe über den von mir schon genannten Millisekunden ist, Views erstellt, also Auszüge aus dem Dataset, die man dann schneller zugreifen kann, weil sie vorverdichtet sind und einen Teil der Antwort vorwegnehmen. Ich zähle alle meine Likes zusammen. Und die Zahl, diese eine Zahl, schreibe ich als Ergebnisse auf und kann daher entsprechend schnell, jetzt über einen Index, der auf den Datensatz geht, dann halt das falsche Richtung ausgelesen werden, weil es dann um das schneller geht. So, jetzt haben wir das Problem, Big Data, Real-Time von links nach rechts. Über was reden wir jetzt? Worüber sprechen wir? Wir sprechen über die Zeit, wenn Daten geschrieben werden, bis sie uns durch unsere Pipeline durch sind und uns in den Analytics-Ergebnis zur Verfügung stehen. So, und damit wir das nachstellen, hätte ich das umdrehen müssen. Im Buch ist es aber so drinnen. Jeder, der das Buch liest, die Queries sind links eigentlich. Aber sie gehören rechts für mein Pipeline. Okay, wir spielen Daten ein. Neue Daten. Die kommen in den Batch Layer, weil der soll ja alle Daten umfassen. Aber dann rennt der Batch-Job, der dauert eine Stunde, um dieses Ergebnis zu erzeugen. Und in dieser Stunde muss der Speed Layer, der ebenfalls die gleichen Daten aufnimmt, übernehmen, um den Query Accuracy on Punkt Timeliness zu bringen. Alle Daten sind im Ergebnis. Das muss der Speed Layer übernehmen. Das ist typische In-Memory-Architektur. Da lese ich von der Festplatte, da mache ich MapReduce. Gut, mittlerweile als langsam, war einmal der große Bringer. Und das Big Data-Thema ist zu langsam für den eigenen Trend Velocity. Du musst schneller durch die Pipeline durch. So. Wenn dieser Batch-Layer langsam ist, wir sind immer noch beim Speed, dann muss der Speed-Layer immer mal Daten aufnehmen. Weil immer, wenn das Ergebnis errechnet worden ist, kann der die Daten wieder verwerfen, die er dann nicht mehr braucht, um aktuell zu sein. Ups, falsche Tasten. Ich hoffe, ich finde die, mit der da rauskommt. Ja, Escape hilft oft und immer wieder. Okay, Minuten, Stunden, Tage. Sucht euch eure Granularität aus und überlegt, wie groß darf euer Speed Layer werden und wie schnell braucht es für Daten, Minuten und Stunden, um diese Views zu generieren. Das musst du ausbalancieren. Das ist die Challenge. Du musst dein Batch Layer, vielleicht sogar mehrere Batch Layer übereinander, so schnell bekommen, dass der Speed Layer nicht so groß wird, dass erst recht wieder nicht schnell genug ist. Und die Views ist halt die erste Schicht, die du zusammenbringst. Die muss auch schnell genug dann zugreifbar sein, weil du kannst nicht immer ein Jahr lang dran rechnen, dass du alle Likes hast, weil du willst schneller haben. Also du musst diese Challenge, wie ist die Granularität von deinen Views, dass der Batch-Layer schnell genug ist und der Serving-Layer schnell genug Antworten gibt, die musst du ausbalancieren. Das ist die große Challenge bei der Architektur. Du musst dein Modell verstehen und du musst wissen, welche Granularitäten und welche Antwortzeiten du von den Analytics brauchst. So, wir haben schon gesehen, immer über alles gehen, wird sie irgendwann nicht mehr ausgehen. Das heißt, wenn du 16 ausrechnen willst, 16 Petabytes oder 16 Milliarden, damit es auch wirklich eine Zahl ist, die nach Big Data klingt, kannst du natürlich laufend immer zusammenzählen. Du zählst bis 8 und generierst ein Batch-View, in der 8 steht. Und weil du nur oben drauf zählst, kannst du als nächstes die 8 nehmen
weil du bist bisher gekommen, nimmst die nächsten 4 dazu und 8 plus 4 ist 12 und du hast mit einem viel kleinen Datensatz aus 5, also das kommt ja aus dem Zöllenlehrer, 8, 1, 2, 3, 4 Datensätzen nur gearbeitet. Also du hast deinen Input verringert, damit du schneller zusammenzählen kannst und bist um das jetzt immer schneller. Und weil das ändert sich jetzt nicht, du zählst am Schluss immer nur 2 Zahlen zusammen und die zweite Zahl kommt aus einem immer relativ gut überschaubaren und handelbaren Satz an neuen Daten. Bis 16er wieder. Und du bist viel schneller gewesen. Und dann kannst du den 16er und das früher lesen. Und das geht ja jetzt. Du hast da beim Input mehr Speed für die Query eingebracht, nämlich in das, in wann du die Daten siehst. Das Ergebnis. Und dann gibt es Dinge, die nicht gut funktionieren mit dieser Architektur. Du willst den Geburtstag von jemandem herausfinden. Und die Webseite speichert zwar das Geburtsdatum, zeigt dir aber nur das Geburtsjahr. Und dann, also nur das Alter. Der ist halt dann 20 Jahre alt oder 25 Jahre alt. Und wenn du jetzt nur das Geburtsjahr, das Geburtsalter, also das Alter der Person angezeigt bekommst, siehst du nur Sprünge von 25 auf 26, von 26 auf 27 oder wie bei mir von 54 auf 55. So, okay. So, diese Sprünge kannst du beobachten. Und mit diesen Sprünge, wenn du die Webseite regelmäßig abgreifst mit einem Crawler, dann weißt du irgendwann die Zeitspanne, in der der Sprung passiert ist. Die wird immer kleiner, bei jedem Zugriff, wenn du Klick hast, wenn du täglich abgreifst, natürlich nur schneller. Und irgendwann weißt du genau, es springt an den Geburtstag dieser Person. Und dann hast du das Geburtsdatum. So, dann hast du aber immer das ganze Datensatz, weil du musst immer auf alle diese Sprünge zugreifen, damit du das Ergebnis lesen kannst. Wir wollen aber nicht alle Datensätze als Input, weil das ist ja langsam. So, wie kommen wir aus dem raus? Und das ist jetzt nicht Inkremente, das ist eine partielle Neuberechnung. Das heißt, ich habe immer mein ganzes Datenset, es kommen neue Daten dazu. Mit der müssen wir leben. Wir crawlen in der Seite neu und wir schreiben neue Sprünge auf oder Nicht-Sprünge. Weil wenn er immer nur das gleiche drinsteht hat, das erwischen wir ja. Wir müssen das erwischen, wo es springt. So, wir nehmen diese Datensätze, die neu sind, und suchen uns die, die von den Änderungen betroffen sind. Also nur die User und am besten schon bei denen, wo sich etwas geändert hat. So, die tun wir in eine neue Batch-Layer, sagen wir nicht nur noch an, sagen wir zwei Schichten schon übereinander. Und mit dem haben wir jetzt statt 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Datensätze, hängt immer Milliarde dran, und ergreifen ein neues Ergebnis, das natürlich für 4 User gilt, und mergen das in unseren Serving Layer und haben jetzt einen Batch Layer, einen Zwischenbatch Layer und haben jetzt 4 neue Datensätze in dieser Batch Serving Layer drinnen und sind jetzt wieder schnell. Gut, der Speed Layer heißt halt, das ist die zweite Herausforderung. Nimmst nur den Speed Layer. Im Speed Layer sind die Daten der letzten Minuten drinnen. Wenn ich eine Query habe, das nur die letzten Minuten braucht, nur Speed Layer. Wenn ich etwas habe, das länger zurückliegt, was ganz sicher nicht mehr Speed Layer ist, nur Serving Layer. Und für Anfragen, wo ich von ganz exakt in die Vergangenheit muss, also hinter das letzte Generieren der letzten Batch-View muss ich das mergen. Das muss ich ausbalancieren.
Nur Speed, wenn es nicht zu groß geworden ist, easy. Nur Serving, muss ich halt warten, bis das Ergebnis da ist. Wenn es egal ist, bin ich mit dem Serving Layer erledigt. Wenn es akkurat sein muss, Serving Layer und Speed Layer, habe ich ein Balancing-Problem. Ich muss also mein Businessmodell und die Antwortzeiten, die ich zu jedem Zeitpunkt brauche, sehr gut verstehen. Gut, typische Stacks, wovon wir gesprochen. Speed Layer wird von Apache Spark und Storm abgedeckt. Das Serving Layer, da habe ich es, das ist ein bisschen relational, Cassandra, bei Column Store, Hive, Elasticsearch, eine Suchmaschine ist ein typischer Player auf der Ebene. Und da unten wird halt sehr oft, und das war jetzt das dominante Themen-Big Data-Bereich, sagen wir mal bis jetzt, war da unten Hadoop gesetzt. Aber es gibt Leute, die die challengen. Databricks hat ein neues Filesystem. Das Databricks Filesystem, das ganz auf die Cloud ausgerichtet ist. Und die behaupten, dass mit Azure Blobs und mit Amazon S3 unter ihrem DBFS Databricks Filesystem das auf der Performance-Seite und was gerade wo überall noch abhängen. Big Data verschiebt sie jeden Tag, was das gerade ist. Ja, jetzt schauen wir kurz noch in die Vergangenheit. Die Relationalen waren die ersten, die groß auftrumpft haben und immer noch den großen Kuchen und Datenmarkt halten. Sind dann einmal gleich von NoSQL gechallenged worden. Und sie sind halt NoSQL-Datenbanken dann, weil sie eben SQL können. Und die Frage ist, ob das klassische Environment da mit OLTP schnell schreiben, drauf OLAP für schnelles Lesen und eine In-Memory-Architektur nicht auch eine Lambda-Architektur ist, nur mit anderen, heute nicht mehr im Big-Data-Bereich, hoch angesehenen Mitteln ist. Ich glaube, das Spiel ist noch nicht vorbei. Oracle Exadata Petabyte, Citus Postgres SQL, Petabyte plus In-Memory-Architektur, Greenplan Postgres, Relational plus Transaktionen bei allen drei jetzt, das die alle anderen ausklammern, plus In-Memory und ein striktes Schema, das man mit JSON aufweichen kann, damit man variable Daten speichern kann. Für mich sind die nicht aus dem Spiel. Aber wenn es heute im Big Data umfällt, selten als die Player genannt werden. Die sind immer wieder zurückgekommen. Relational. Die haben bis jetzt nur jede Challenge genommen. Objektorientiert, XML, was auch immer es da daherkommen ist. Die ganzen MongoDB und sonstigen Datenbanken. Ja, meine Readings. Wer das genauer wissen möchte, kann hier nachlesen. Empfehlen für CAP kann ich den Blog von LinuxScale zum Thema Asset und CAP. Ja, danke für die Aufmerksamkeit. Ich werde die überzogen.